Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und herzlich willkommen zu Friendbone, die offizielle Demo-Version. Es gab vor einiger Zeit auch schon mal eine Demo dazu oder eine Alpha-Demo. Hier soweit ist es jetzt die aktuellere Version, kann man sagen. Und die hat jetzt auch soweit den deutschen Text dabei. Und die Texturen oder die Bildgrafiken wurden nochmal ein bisschen aufgefrischt. Und ich würde sagen, das schauen wir uns doch heute einmal an. Also die Demo ist erst vor kurzem erschienen. Und da habe ich mir gedacht, hey, schaust du das Ganze auch mal an? Ja, kann überschrieben werden. So. Da habe ich mir gedacht, hey, das schauen wir uns doch auch mal an. Damals, da war die Welt noch perfekt. Alles war schwarz-weiß. Man war glücklich. Yeah. Es gab ein Körbchen. Und was war drinne? Oh, eine Katze. Wie niedlich. Sie war so süß. Ja. Also generell ist ja schon mal hier voll Happy Ending, kann man sagen. Mr. Midnight ist unsere Friede, Freude, Eierkatze. Und, oh, sie hat ein Herz. Wie süß. Also ich habe davon schon von vielen gehört, die das gespielt haben, dass es echt gut sein soll. Das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure. Und da habe ich mir gedacht, soweit, hey, schaust du das Ganze auch mal an. Oder spielst das Ganze mal. Und ich bin echt gespannt. Es soll auch so ein bisschen Horror und düster werden, das Ganze. Oh, Mr. Midnight, heute ist ja putzig. Wow. Hallo, schwarzer Manda. Kannst mal aufhören, so komisch zu grinsen? Das macht ein bisschen Gänsehaut und so und... Okay, dunkle Geräusche. Sehr gut. Geh da nicht hin. Geh nicht ins grelle Licht. Okay, ich habe schon nichts mehr gesagt. Ein blutverschmiertes Messer. Okay. Ja, das fängt ja schon mal ganz gut an. Mutti und Papi wurden in Hälften zerteilt und ja, der Albtraum beginnt. Doch ich habe immer noch meinen Freund Mr. Midnight dabei. Okay, also die Vorgeschichte ist ja schon mal sehr düster. Friede, Freude, Eierkuchen erstmal. Alle sind total happy drauf. Und dann soweit wird Mutti und Papa einfach mal so zerhäckselt. Was natürlich soweit für ein kleines Mädchen nicht wirklich, ja, nicht psychisch gut ist. Und deswegen sind wir jetzt auch hier soweit bei Herr Dr. Professor in einem Klinikum, ja, für psychiatrische, ihr wisst, was ich meine. So, und ja, wie fühle ich mich denn wohl? Ja, ich fühle mich, als ob ich sterbe. So. Teil der Genesung. Meine Eltern sind tot, also gibt es ja gut Teil der Genesung. Ich glaube, wenn beide Eltern sterben, ist das schon ein bisschen... Es war ja auch kein natürlicher Tod. Das ist ja dann umso schlimmer. Das ist Unsinn. Das ist B. Es erinnert mich jetzt ein bisschen an Alice im Wunderland, an Alice Madness Returns, das Ganze. So.
Was ist das? So, und hier, wie ihr schon soweit sehen könnt, das ist Fran. So, mal gucken. Ein Päckchen, wo ist es denn? Siehst du den Tisch? Da ist ein kleines Paket für dich. Es ist von Tante Grace. Nimm es. Okay. So. Das war die Geldbörse meiner Mutter. Es ist warm heute schon wieder hier. Geht nicht auf die Straße, ihr verbrennt da bloß. Es sind 80 Grad draußen. Mach sie auf. Da ist etwas drin. Okay. Ein Zettel. In Liebe, Tante Grace. Okay. Also generell ein kleines Tutorial. Da kannst du untersuchen, kombinieren, benutzen. Alles klar, sehr schön. Sie macht sich Sorgen um dich. Ich mache mir auch Sorgen. Die Frage ist erstmal, wer ist Tante Grace? Die kennen wir ja noch gar nicht. Aber ihr wird schon ganz gut gehen. Hör auf, du bist außer Kontrolle, junge Dame. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich nicht verrückt, aber immer noch hier bin. Ja, da würde ich mir auch Sorgen machen. Nicht verrückt zu sein in der Klapse, das ist schon, ja, fühlt man sich wie bei Outlast nachher. So, kann ich jetzt gehen? Ich hab da noch was, ich muss Mr. Midnight finden. Mr. Midnight, wo bist du? So. Ja, du kannst gehen, aber bevor du das tust, ist es Zeit für deine Medizin. Medizin. Schmeckt die süß wenigstens, so hustensaftmäßig? Kann ich jetzt gehen? So, erstmal frage mal, welche Medizin? Sie heißt Duotine. Und du bist dadurch ganz ruhig. Schwester, wir sind bereit. Das wollen wir lieber nicht nehmen. Davon wird man ruhig. Dr. Dern. Okay. Komische Geräusche wurschteln hier durch mein Zimmer. Ja, das ist der Windzug. Nein, nichts. Der gleich. Der Vision. Okay, alles klar. Oh, verstehe. Hier, Fran. Nimm deine Medizin. Nein, die wollen wir nicht. Nein, ich gehe woanders hin. Hauen sie rein, so. Doch, wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir nehmen uns einfach mal die Zeit dafür. Nein, wollen wir nicht. Was soll ich denn damit? Ich gehe einfach woanders hin. Ich gehe wieder zurück auf mein Bett oder so. Aber es bleibt mir aber keine andere Wahl. So, ich habe es jetzt genommen. Bist du zufrieden? What the? Aber klar doch. Geh weg, böser Schatten. Toll. Was ist das für eine Medizin, bitteschön? Was ist denn das für eine Medizin? Du kriegst ja paranormale Albträume von. Das ist ja nicht gerade schön. Oh nein, bringen Sie sie zurück auf Ihr Zimmer. Und Schwester, lassen Sie sie die nie mehr nehmen. Ja. Das wird wohl eine Lehre gewesen sein. Die Dosis war wohl in dem Sinne zu stark ein bisschen. Man sollte am Tag bloß eine halbe Tablette nehmen. Das waren gleich 10 auf einmal. Pass auf, Rambo. Mach mal hier ein bisschen Stimmen. Wenn du das Haus des Weisen Wahnsinns verlässt, oh, werde ich dich jagen. Dich fangen. Und dich zurück in den Wahnsinn treiben. Fran, wach auf. Die Medizin hilft dir zu fliehen. Mr. Midnight, du bist wieder da. Ich hab gewusst. Ich hab immer gewusst, dass du zurückkommst, Mr. Midnight. Oh, wie süß. Das Spiel ist schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Auch wenn ich gerade nur... Kapitel 1. Mein nüchterner Tag. Aber auch so weit, wenn ich jetzt bloß den Anfang kurz gespielt habe, muss ich schon sagen, das Spiel ist schon mal wirklich cool. Und hier sind wir auch schon in unseren Zimmerlein.
So. Das Gehirn spricht zu mir. Hallo, Gehirn an Gehirn. Ja, ich bin da. Gehirn an Person. Ich muss hier raus. Okay. Wollen wir denn zu Tante Grace? Okay, lass uns mal zu Tante Grace gehen. Wenn die gut drauf ist. Wow, geht ja alles kaputt hier. So einen Haken kann man gut gebrauchen. Vielleicht eine Hakenhand oder sowas. Gucken. Alles klar. Ja, sehr schön. Ein Sicherheitsgefängnis. Dame Wachleute, Dame Wachleute. Okay, und da nochmal ein Laserstrahl. Oh. Alles klar. Gut, also es wird schon mal nicht so einfach, hier rauszukommen. Oh. Hey, Billy, was ist los bei dir? Alles gut, du zitterst so. Ach, Phil. Natürlich, Phil. Ah, tut mir leid. Phil, natürlich. Komm ich auf Billy, also. Wir fragen ihn mal. Aber... Wir fragen ihn mal, ob er soweit einen Ausweg kennt. Alles ist abgeschlossen. Was? Kennst du den Ausweg, oder? Ja. Ja, aber du weißt, dass alles abgeschlossen ist. Allerdings, aber das Büro ist der Schlüssel. Aber das Büro ist der Schlüssel? Okay, ist... aber das Büro ist der Schlüssel, okay? Ja, ich würde sagen, auf zum Büro. Aha, also ist im Büro sowas wie eine Geheimtür, der verschlüsselt ist mit einem Geheimcode und das wird alles total geheim denn. Wow, voll geheim. Aber dann brauchen wir natürlich erstmal den Code. Okay, die Tür ist schon mal gelb, sehr gut. Ich will nicht, da hier, okay, alles klar. Wer? Wer ist er? Los, Billy, Phil meine ich. Komm schon, rück raus mit der Sprache. Wow. Hello, willkommen. Alle Türen sind verschlossen. Und niemand hilft dir zu fliehen. Fran, bleib bei uns. Im Wahnsinn. Wow. Diese psychiatrische Anstalt ist, ja, leicht, sagen wir es einfach so grob und ganz, sie wird besessen von einem Dämonen. Mami, Papi, ich brauche gerade, ja. Na, wir schaffen das schon, das Monster, wenn das Monster noch weiter aufmucken sollte, dann werden wir es einfach mit einem Pokéball einfangen oder sowas in der Art. Wir werden uns ja schon einen Plan überlegen, ne? Wir müssen uns immer nur daran halten, ne? Es passiert nur in unserem Kopf alles. Das wird schon. Abgeschlossen, das war vollkommen klar. Hier haben wir eine Puppe auf dem Boden, ne? So, dann. Ich hatte auch mal ein blaues Kleid. Okay, alles klar, aber nicht in der Größe bestimmt, oder? Aber hier, wir haben schon mal was gefunden, ne? Ah, what's that? Untersuche. Öffne diese hölzerne Kiste. Ah, ein Schlüssel. Sehr gut. Gut, den können wir ja gleich mal gebrauchen. So, aber bevor wir jetzt soweit weitermachen. So, ich werde nämlich hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Franbo wieder. Und ja, ich war euer Ben und sag von hier aus Tschüssikowski und bis dann. Gerne Video liken und kommentieren. Natürlich auch das Video teilen, damit es jeder andere auf der Welt auch sehen kann. Und ja, unten rechts Abonnier-Button, einfach raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Von Gaming with Ben oder von Fanbone. Und ja, Tschüssikowski, bis dann, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben. Und bis dann natürlich immer schön weiter zocken. Also reinhauen.